Marana, ihr Lieben. Heute geht es um die Innererde, ein ganz spannendes Thema und vor allen Dingen auch um die Theorien, die es darüber gibt. Denn es ist ja auch interessant, was die Wissenschaftler so herausgefunden haben im Vergleich zu dem, was wir als Medien alles channeln können. Und in diesem Fall sind die Wissenschaftler sehr erstaunt über das, was da alles stattgefunden hat und was man messen kann, was man belegen kann und andere Dinge, die man eben dann nur channeln kann. Also ihr werdet heute von mir drei verschiedene Theorien vorgestellt bekommen, welche Arten der inneren Erde es geben könnte, ich meine Anführungsstrichlein geben könnte. Und wir wissen natürlich vom Channeln her, dass es davon mindestens eine Art gibt. Und ihr dürft mir auch sehr gerne in die Bemerkungen das schreiben, was ihr noch so wisst von der Innererde, aus euren eigenen Erfahrungen vielleicht, das wäre mir am allerliebsten, damit wir das, was ich jetzt euch heute erzähle, damit wir da noch eine Bereicherung dazu bekommen und uns gegenseitig austauschen können. Die Innererde hat mich schon vor 20 Jahren sehr, sehr, sehr angezogen. Ich habe da eine sehr große Resonanz dazu und ich habe auch damals viele Wesen gechannelt aus der Innererde und habe das allerdings nie veröffentlicht. Aber dennoch habe ich da einen sehr großen Bezug dazu und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder der andere von euch auch einen sehr großen Bezug hat und ich werde euch auch nachher den Hintergrund erklären, wenn wir bei der letzten Theorie angelangt sind, denn dann versteht man das alles noch mal viel besser, was da also alles sein könnte in der Innererde, weil das ist schon sehr auch abgefahren und viele Menschen sagen ja auch hier, ihr seid ein bisschen durchgedreht, wenn ihr daran glaubt, aber dennoch gibt es auch wissenschaftliche Funde und Messungen, die dies bestätigen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr, sehr toll. Und wir werden auch am Ende des Videos ein Channeling hören aus der Innererde, eine Botschaft. Und da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und wenn du gerne solche Botschaften von mir hören möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du von YouTube sofort daran erinnert wirst, wenn ich etwas Neues gepostet habe. Ja, und jetzt gehen wir mal zur ersten Theorie, der Alien-Theorie, so sagt man da dazu. Und zwar besagt die Alien-Theorie, dass unsere Erde einen Raumhafen hat im Inneren der Erde. Der Eingang zu dem Raumhafen, der liegt in der Antarktis. Und dort hat man tatsächlich, und das ist auch jetzt schon wissenschaftlich belegt, hat man UFOs gesichtet, die dort geparkt waren. Das heißt, die UFOs parken dort und unsere Sternengeschwister gehen in die Erde hinunter, um sich dort zu treffen mit anderen Sternengeschwistern. Sie betreiben dort einen Handel, sie tauschen sich aus und das alles läuft sehr friedlich ab, weil eben alle oder zumindest fast alle Sternengeschwister großen Wert auf diese Treffen legen. Also das heißt, unsere Erde ist so auch ein Transitplanet, könnte man sagen, wo also reger Verkehr von den UFOs ist. Und die UFOs wurden ja erst vor kurzem von der NASA bestätigt, dass es die tatsächlich gibt. Und somit ist dann jetzt auch diese erste Theorie bestätigt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Auf jeden Fall finden dort regelrecht öfters Treffen von Außerirdischen statt und es ist so wie eine Begegnungsstätte für Außerirdische. Also es ist sehr faszinierend. Dann gibt es die zweite Theorie. Die zweite Theorie besagt, dass die Erde ein Planet im Planet ist, also so ein, dass es in unserem Planeten noch einen anderen Planeten gäbe. Und das haben die Wissenschaftler tatsächlich festgestellt, indem sie nachgeforscht haben. Sie haben nämlich so verdichtete Masse im Erdinneren festgestellt, also eine dichtere Masse. Und die Erde hat also eine nicht so dichte Masse und im Inneren diese dichtere Masse und das hat man erforscht. Und da hat sich also ergeben, dass einmal
der Planet Tiia mit der Erde zusammengestoßen ist und es sich aus diesem Zusammenstoß praktisch so ereignet hat, dass sich im Inneren der Planet Tiia in der Erde gefestigt hat und außen herum die Erdmasse ist, weil die nicht so dicht ist. Das besagt also, wir hätten im Erdinneren noch einen Planeten, der also tatsächlich existiert. Und das macht natürlich die Wissenschaftler schon auch ein bisschen sprachlos und sie sind sehr erstaunt darüber, wie das überhaupt sowas entstehen konnte. Und sie sagen sogar auch, dass in dem Moment, wo dieser Zusammenstoß entstand oder stattfand, sozusagen, dass sich auch der Mond gebildet hätte und seitdem der Mond also um unsere Erde kreist. Also es ist alles eine Theorie. Es ist nicht meine Meinung, es ist nur eine Theorie, über die ich gerne einfach mit euch sprechen möchte, damit wir uns austauschen können. Denn es ist schon sehr interessant und all diese Dinge betreffen ja das universelle Leben oder auch unsere Existenz. Wie hängt das alles zusammen? Und das ist das, was mich persönlich so sehr fasziniert. Und ich habe ja auch schon vor 15, 20 Jahren mich mit diesem Thema befasst. Da konnte man noch nicht so sehr darüber sprechen wie heutzutage und habe auch schöne Botschaften bekommen aus der Innererde. Und heute gibt es am Ende vom Video auch eine besonders interessante Botschaft. Und da freue ich mich natürlich sehr darauf. Und ich werde euch auch nachher gleich erklären, warum ich dieses Hintergrundvideo gewählt habe. Es hat natürlich mit der Innererde zu tun. Ja, und jetzt kommen wir zur dritten Theorie der Hohlerde. Also es besteht die Meinung, dass wir eine Hohlerde haben und dass in der Hohlerde menschenähnliche Wesen, Lichtwesen leben. Diese Lichtwesen, sie bestehen komplett aus Energie und sie haben durch diesen Erddruck, also der innere Druck der Erde, der nimmt ja zu, und haben sie andere Körperformen als wir. Also wir würden sie jetzt nicht als Mensch erkennen, sondern sie haben andere Körperformen. Und dort gibt es auch verschiedene Tiere, also es gibt auch Dinosaurier und Tierformen, Tierarten, die wir noch nie im Leben gesehen haben. Sehr faszinierend, sehr beeindruckend und eigentlich ja unvorstellbar, aber es ist tatsächlich so. Und diese Menschenwesen, die also da im Inneren der Erde leben, die haben eine ganz normale Gesellschaft, die haben also auch Strukturen und man könnte das mit unserer menschlichen Gesellschaft auch vergleichen. Und diese Wesen, die können auch an die Erdoberfläche kommen. Das heißt, sie unterliegen praktisch auch der Polarität, dem Gut und dem Böse. Das, also diese Polarität besagt ja immer zwei gegensätzliche Energien, die zur gleichen Zeit existieren, so wie wir gerade auch die Dualität hier haben. Und der Erdkern in dieser Hohlerde, der Erdkern dient als Sonne und strahlt dort das Licht aus. Und jetzt stehe ich mal auf, um dir zu erklären, was mit dem Hinterbild gemeint ist. Also das hier, das Helle, das ist praktisch der Erdkern, der dieses Licht ausstrahlt. Das dient so wie die Sonne. Bei uns auf der Erde, so ist es in der Innererde. Und hier siehst du, im Außenbereich siehst du den Regen. Der Regen bildet sich durch die Verdunstungen, die hier an die Decke des Erdinnere der Hohlerde praktisch sich anlegen und dann danach als Regen runterkommen. Das ist sozusagen das Bild, was ich immer sehe, wenn ich jetzt mit der Hohlerde, mit der inneren Erde kommuniziere. Und da seht ihr so ein Beispiel, also dass da eben tatsächlich Leben ist und dass es da auch Gebäude gibt und dass dort auch Pflanzen wachsen. Also es ist total spannend und einfach, ja,
Schön, wenn man da mal eintauchen kann und auch Informationen bekommt. Also die Wesen, die jetzt da in der Hohlerde leben, die kann man vergleichen mit den, also die Körperstrukturen, mit dem Lichtkörper, den wir mal in Lemurien hatten, also noch in dieser feinstofflichen Art. Also jetzt ist ja alles Materie geworden, unser ganzer Körper, aber damals hatten wir ja noch keinen festen physischen Körper und so kann man diese inneren Wesen auch erklären. Also sie sind tatsächlich reine Lichtwesen und es gibt auch noch im Islam eine Überlieferung, die sagt, dass die Jinns auch dort leben. Das sind auch solche Geistwesen. Das könnt ihr auch gerne mal nachlesen oder auch bestätigen in der Bemerkung. Es ist einfach ja, sehr interessant. Und wir könnten jetzt, wir haben, also ich so für mich persönlich habe die erste und die dritte Theorie, für die ich zustimmen kann. Dieses Planet im Planet, das ist ein bisschen zu wissenschaftlich noch und aber das ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt natürlich jeder seine eigene Meinung haben und auch das, was ihr fühlt, das ist ja das, was wichtig ist und was euch dann auch sagt, okay, das ist für mich meine Wahrheit. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ein Channeling machen, in dem wir vielleicht da noch mehr Informationen über die Innererde bekommen und werde mich ja mit den Außerirdischen natürlich verbinden, denn sie leben ja in der Erde, beziehungsweise möglicherweise auch mit diesen Lichtwesen in der Hohlerde. Ich will es mal drauf ankommen lassen. Ich habe es jetzt auch noch nicht festgelegt. Das werde ich aber gleich tun jetzt, wenn ich mich verbinde. Und jetzt kommt die Durchsage gerade. Ich soll mich doch mal mit der Hohlerde verbinden, mit so einem lichten Wesen. Oh wow, ist das interessant. Also das ist jetzt auch mein erstes öffentliches Channeling über diese Wesen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also diese Wesen, die haben ja auch so eine Gesellschaftsform, die leben in einer Art und Weise da zusammen im Inneren der Erde. Und die haben ja auch den Vorteil, dass sie tatsächlich auch mal hochkommen können zu uns. Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt werde ich mich mal einsprühen mit der Plejaden-Energie. Hier haben wir sie. Was ja praktisch ein Auraspray ist, der es dir leichter macht, mit Außerirdischen in Kontakt zu treten, was ich jetzt auch tue mit euch zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude. Und ja, jetzt stimme ich mich mal ein. Geliebtes Menschenkind, mit großer Freude lade ich dich jetzt ein, eine Botschaft aus der Innererde zu hören, damit du diese Botschaft auch ganz tief in deiner Seele genießen kannst, bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich auch, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und zu spüren, wie du allmählich immer ruhiger wirst. Und wenn du spürst, dass es um dich herum ganz still wird, wenn du spürst, dass die Energie um dich herum elektrisch wird, magnetisch wird, dann befindest du dich bereits auf dem Level, auf welchem du gut
neue Informationen und Energien aufnehmen kannst. Und so dehne dich nun mit dem Licht der Liebe aus. Dehne deinen Lichtkörper so weit aus, wie es dir möglich ist, um dich vollkommen fallen zu lassen und um das zu empfangen, was jetzt als Botschaft zu dir geführt wird. Das helle Licht strömt ein. Das helle Licht der Wesen, der Hohlerde, strömt in diesen Raum. Und eine kleine Gruppe der lichten Wesen aus der Hohlerde hat sich für dich versammelt. Diese lichten Wesen haben sich bereit erklärt, eine Botschaft für dich auszusprechen. Wir, die lichten Wesen, leben in deiner Erde. Wir leben dort in einer friedlichen Gemeinschaft und wir sind eng verbunden mit euch. Bisher haben wir kaum Kontakte geknüpft, jedoch beobachten wir sehr genau, was auf der Erde geschieht, weil wir mit euch Menschen verbunden sind und uns jede Veränderung auf der Erdoberfläche gleichermaßen betrifft. Ebenso betrifft es euch, wenn eine Veränderung bei uns im Inneren der Erde stattfindet. Wir sind über das Licht aus dem Erdkern miteinander verbunden. Bei uns gibt es viel verschiedene Wesen, welche du bisher noch nicht wahrnehmen konntest. Aus diesem Grunde zeigen wir uns bisher noch nicht, um dich nicht zu erschrecken. Wir sind getragen von der Liebe, von der tiefsten, innigsten Liebe von Mutter Erde. Wir sind verbunden mit der Materie von Mutter Erde. Und du kannst unsere Nähe fühlen, wenn du deine Hände auf die Erde legst, sei es auf einer Wiese oder im Feld, im Garten. Sobald du dies bewusst fokussierst, wirst du uns intensiv spüren und auch die Kraft und die Liebe, welche wir tragen. Wir sind bemüht, die Erde von innen heraus im Gleichgewicht zu halten. Und wir transformieren sehr oft negative Energien. Wir haben unser eigenes Ökosystem.
Bei uns ist es immer Tag. Der Erdkern leuchtet ohne Pause. Und so kennen wir die Nacht nur vom oberen Erdenleben. Und so verstehen wir auch, dass ihr Menschen den Schlaf benötigt. Wir hingegen benötigen keinen Schlaf. Wir sind immer wach und wirken in der höchsten Energie unseres Seins. Wir sind sehr eng mit Mutter Erde verbunden. Wir sind die Helfer von Mutter Erde und unterstützen, wo es geht. Es ist uns eine sehr große Freude, dass wir heute mit dir sprechen dürfen, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat. Denn wir wünschen uns, dass du weißt, dass es uns gibt. Wir wünschen uns, dass du weißt, welche Arbeit wir für Mutter Erde verrichten, dass du unser Wirken kennst. Und da wir nun euch in diesem Moment ganz intensiv fühlen, weil wir über Nirjana verbunden sind, kann es sein, dass, wenn du es wünschst, wir dir in deinem Garten helfen. Wir besitzen sehr viel Wissen in Bezug auf Pflanzen und die Erde. Bei uns, in unserem Bereich, sprechen wir mit den Pflanzen. Es ist eine Gemeinschaft. Wir geben und nehmen. Dies ist bei uns ausgeglichen. Auch mit den Tieren. Dies alles geschieht in einer höheren Kommunikation, als wie du sie kennst. Wir brauchen dafür keine Worte. Nur für das heutige Channeling haben wir uns Informationen geholt, damit wir mit dir kommunizieren können. Und so werden die energetischen Wellen unsere Gedanken von Nirjana übersetzt. Wir wünschen, dass alle Menschen in Frieden leben, um so die Erde zu entlasten von dem, was sie als Last trägt. Von den niederen Energien, welche es der Erde so schwer machen. Und wir wünschen, dass du, lieber Mensch, dies unterstützt. Und gerne sind wir bereit, dir dabei zu helfen. Es genügt ein Gedanke, den du uns sendest, und wir sind da. Denn wir sind in unserer Energie darauf ausgerichtet, zu messen, was auf der Erde geschieht. Und wir arbeiten auch mit den Sternen, Geschwistern von euch zusammen. Es ist eine Gemeinschaft, die hier in der inneren Erde entstanden ist. Und so kennen wir sehr viele von den Plejaden oder von Arcturus. Wir sind zusammen befreundet und wir kennen auch den Platz des Austauschs deiner Sternengeschwister, wenn sie hierher in die innere Erde kommen.
Und so siehst du nun, dass doch alles miteinander verbunden ist und dass alles, all dies zum Großen und Ganzen der Schöpfung gehört. Es war uns eine sehr, sehr große Freude, heute zu dir zu sprechen. Und so danken wir dir aus tiefstem Herzen dafür, dass du zugehört hast. Und du kannst nun in deiner Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt kommen, in deine Dimension. Und ich bin gespannt, was du mir alles schreiben wirst. Ich bin gespannt, ob ihr sie gefühlt habt, diese lichten Wesen aus der Hohlerde. Und ich fand es sehr interessant, dass sie auch natürlich, eigentlich logisch, dass sie auch unsere Lichtgeschwister kennen, die in die innere Erde kommen. Was für eine tolle Gemeinschaft. Schön, dass du heute hier warst und deine Zeit mit mir geteilt hast, um weiterhin so schöne Videos und interessante Botschaften der geistigen Welt zu erhalten. Klicke einfach auf diese Kugel, um mich zu abonnieren. Ich freue mich sehr darüber und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.